Fritz Wepper, trauriges Update nach dem Tod seines Bruders. Ich bin untröstlich. Bittere Worte von Fritz Wepper. Der Tod seines Bruders Elmar hat ihn den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Trauer steht ihm ins Gesicht geschrieben, immer wieder fließen Tränen. Völlig unerwartet ist sein Bruder Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Ich bin tief getroffen, sagt Fritz Wepper, 82, im Interview mit Das Neue Blatt. Der seelische Verlust ist nicht auszugleichen. Wenn auch der einzige Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste, bin ich doch untröstlich. Fritz Wepper ist am Boden zerstört. Fassungslos sitzt Fritz zu Hause am Tegernsee und kann nicht glauben, was passiert ist. Er ist doch schon lange der Schwerkranke in der Familie. Wie kann es sein, dass nun sein kleiner Bruder, der kerngesund schien, vor ihm gegangen ist? Die Brüder waren unzertrennlich. Ihr größtes Glück war, wenn sie gemeinsam zum Fliegenfischen an ihren kleinen Fluss gingen. Sie fingen immer nur einen Fisch, der dann für 15 Minuten in den kleinen Räucherofen kam. Währenddessen öffneten sie eine Flasche Wein und stießen an. Auch wenn Fritz' Gesundheitszustand das Angeln in letzter Zeit nicht mehr zuließ, blieben die Geschwister immer in Kontakt. Oft telefonierten sie miteinander. Zuletzt vor 3 Wochen. Fast unheimlich, es ging um die Frage, wo sie beerdigt werden wollten. Auf dem Windtierfriedhof in München, wo die Mutter liegt, oder auf dem Friedhof, wo die Großeltern mütterlicherseits liegen. Aber nie wäre Fritz auf die Idee gekommen, dass Elmar der Erste sein würde. Wie soll der angeschlagene Schauspieler seinen Tod verkraften? Hoffentlich wirft ihn dieser Schicksalsschlag nicht wieder zurück. Es ging ihm gerade wieder etwas besser, er hatte sogar ein Buch rausgebracht. Ohne Hund bin ich kein Mensch. Zurzeit kann ihn niemand trösten. Er sagt immer wieder, ich vermisse ihn so sehr, sagt seine Frau Susanne Kellermann, 49, zu uns. Freunde und Verwandte besuchen Fritz, und wir kümmern uns darum, dass er nicht allein ist. Und er schaut sich die Sendungen mit Elmar im Fernsehen an, die jetzt wiederholt werden.